Das da ist Talmberg, eins von vielen böhmischen Dörfern in Kingdom Come Deliverance, dem Open-World-Rollenspiel aus dem Hause Warhaus Studios, das 2016 noch erscheinen soll, am 3. März in die Beta geht. Und das spiele ich hier nicht, das spielt Tobias Stolz, Zwilling, PR-Manager des Spiels, und er sitzt neben mir. Hallo, hallo. Und in diesem Video möchte ich ein bisschen darüber reden, dass ihr hier ein realistisches Rollenspiel verwirklichen wollt. Wir haben bereits beim Kampfsystem-Video dargestellt, dass es auch relativ realistisch, relativ unbarmherzig ist und sehr aufs Taktieren an. Es gibt keine Zaubersprüche, es gibt keine übermenschlichen Skills. Und ich habe auch den Eindruck, ihr wollt ein Rollenspielsystem mit eurem Rollenspielsystem etwas anderes machen als klassische westliche Rollenspiele. Es ist ja so, dass eure Spielfigur auch am Ende des Spiels nicht gerade so ein Gott auf ein wandelnder Gott in Menschengestalt ist. Das stimmt. Was wir versuchen mit Kingdom Come Deliverance ist, dass wir ein Rollenspiel kreieren wollen, das so ein bisschen wieder, ich würde sagen, so ein bisschen mehr den Kern vom Rollenspiel. Das heißt, du musst wirklich in die Rolle deines Charakters hineinschlüpfen, viel mit den Leuten sprechen, du musst die Welt kennenlernen, du musst mit den Menschen interagieren, du musst sehr viel bei den Dialogen sogar aufpassen, weil jeder Dialog kann voll mit Informationen sein, die wir nicht unbedingt auf deiner Karte dann markieren möchten. Das heißt, was wir machen, ist generell, dass wir, das Spiel nimmt dich weniger an der Hand und führt dich durch das Spiel, sondern möchte mehr, dass du die Welt erkundest und dir deinen eigenen Weg hier durchwühlst quasi und das selber herausfindest. Ich habe bereits, bevor wir dieses Video angefangen haben, eine Präsentation der Beta bekommen, und das hat stellenweise eigentlich schon was von einem Adventure. Die Art und Weise, wie man hier mit den Leuten interagiert, Hinweisen folgt und eins zusammenfügt. Richtig, also ich würde auch sagen, dass das mehr ein Action-Adventure ist. Es ist selbstverständlich ein Rollenspiel, aber der Fokus liegt selbstverständlich darauf, dass du durch die Welt wanderst und eben den Crimes, den Verbrechen hier nachgehst. Es geht nämlich um einen König. Könige kämpfen gegeneinander und du musst herausfinden, was hier quasi los ist und wer die lokalen Sünder sind. Und ja, das Kampfsystem ist selbstverständlich eine Sache, ein großes Feature in dem Spiel, aber wenn du nicht möchtest, dann musst du auch nicht kämpfen. Das heißt, es ist etwas, was dir angeboten wird, was du aber nicht machen musst per se. Das heißt, für den Spieler, der lieber auf die Dialoge sich verlassen möchte, dem ist dann auch geholfen, indem er eben das dem nachgeht. Aber wer kämpfen möchte und wer die ganze Karte abschlachten möchte, der darf selbstverständlich das Schwert packen und durch die Lande reiten und sie alle niederstrecken. Nun ist es aber nicht bloß Kämpfen und Multiple-Choice-Dialoge, sondern es gibt natürlich jede Menge Systeme dahinter, und über die will ich ein bisschen sprechen. Vielleicht suchst du einfach schon mal irgendwie das Gespräch und wir reden ein wenig über die Art und Weise, wie man Konversationen betreibt und so das Reputationssystem und auch die vielen Faktoren, die in so ein Gespräch mit reinfließen können. Okay, was wir brauchen ist, dass generell musst du keinen Quests folgen, um das Ziel zu vervollständigen. Das heißt, wenn du jemanden suchen sollst, kann es sein, weil wir niemanden spawnen, dass du ihn unabhängig davon findest, ob die Quest gestartet ist oder nicht. Das heißt, alle Menschen leben in dieser Welt und haben irgendwas zu tun. Was hier aber die Sache ist die, dass du bei der Konversation zum Beispiel, sprechen wir mit dem hier, dass du da verschiedene Informationen bzw. Skills verwenden musst, um ihn zu überreden. Hier in dem Fall suchen wir nur Riki, also den Stinker, der anscheinend was mit den Attacken auf Böhmen zu tun hat, und den suchen wir hier. Und wir wollen eben herausfinden, wo er sich gerade versteckt, weil wir ihn befragen müssen zu den Attacken. Das System läuft so, dass du Skills und Perks hast, die dir helfen im Spiel Kingdom Come. Und eins davon ist selbstverständlich das Speech. Das heißt, wie ihr das vielleicht von Skyrim kennt, je öfter du etwas benutzt, beispielsweise die Waffe oder eben die Dialoge, desto besser wirst du in diesem Feature. Bei den Dialogen ist das so, dass du, je mehr du in die Dialoge hineinsinkst, das heißt, je mehr Branching Dialogs, je mehr verzwickte Konversationen du führst, desto mehr Punkte in Anführungszeichen kriegst du. Hier sehen wir das gerade. Wir haben also jetzt den Speech gelevelt, weil wir uns ein bisschen mit den Leuten hier unterhalten haben. Und das hilft uns dann später,
beispielsweise um Leute zu überreden, wenn sie uns nicht direkt mit der Wahrheit rausrücken wollen. Und ich finde es auch ganz spannend, dass es tatsächlich so ist, dass erst wenn zum Beispiel jemand im Gespräch einen Namen fallen lässt, dass er erst dann auch als Gesprächsoption anderen gegenüber verfügbar wird und auch andere Dialogoptionen bietet. Richtig, das hier ist Adela. Adele ist selbstverständlich, oder wird uns gesagt, dass sie Ricky kennt und dass sie mit ihm unterwegs war. Aber das konnten wir nicht wissen, bevor wir das nicht von jemandem anderen erfahren haben. In Adeles Fall, in dem Fall, sie würde es uns das auch selber sagen, aber später in der Quest ist das beispielsweise so, wenn wir also das Versteck von Ricky suchen, dann einige Leute wissen, wo er sich genau befindet. Das heißt, wir kriegen einen ganz genauen Questmarker auf der Karte, die uns dann zeigt, wo eben dieser Hideout ist. Andere Leute können sich daran nicht mehr erinnern, weil sie betrunken waren, als sie das letzte Mal dort waren. Und sie würden uns eine ganz vage Beschreibung geben von dem, wie sie da hingekommen sind. Das heißt, es ist so eine Art Mittelalter-Schnitzeljagd und wir müssen dann Punkt für Punkt abgehen anhand den Informationen, die wir bekommen haben. Hier in dem Dialog sehen wir jetzt, dass wir jetzt unsere Speech-Skill verwenden können. Das heißt, wir haben hier dieses kleine Mundsymbol. Das heißt, wir müssen Adele überreden. Wir haben in der Diskussion jetzt herausgefunden, dass Adele anscheinend positiv gegenüber Hinnek gestellt ist, also Ricky. Das heißt, wir könnten jetzt den positiven Weg wählen. Hier, I'm a friend of Hinnek, also ich bin ein Freund von Hinnek. Oder den negativen, das heißt, Hinnek ist in trouble. Das heißt, wir wollen ihn an den Kragen. Weil wir aber wissen, weil wir herausgefunden haben, dass Adele ihn mag, sollten wir lieber den positiven Weg wählen, weil bei dem anderen eben das failen kann. Und was wir hier machen, ist eben ein Skill-Check zwischen dir und der Person, mit der du sprichst. Das heißt, je nachdem, was du für Skills hast, je nachdem, was für Skills der NPC hat, wird dann in Anführungszeichen ausgewürfelt, ob du es failed oder nicht. Aber es gibt natürlich nicht bloß Sprache, die Dialoge beeinflusst, sondern auch deine Kleidung, dein Ruf, deine physikalische Statur. Richtig. Bei der Überredungskunst ist das so, dass wir wirklich nur dass der Skill, also der Speech-Skill notwendig ist, wenn du jemanden überreden willst. Du kannst aber selbstverständlich auch jemandem drohen oder jemanden bestechen. Bestechen kannst du beispielsweise, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, du kannst jemanden... Sag's auf Englisch. Ich weiß auch gar nicht auf Englisch. Impress. Jemanden imponieren, oh Gott. Ich lebe jetzt so lange in Tschechien, dass ich schon gar nicht mehr Deutsch kann. Also kannst du jemanden selbstverständlich auch imponieren. Und da ist es wieder notwendig, sowohl bei dem Drohen als auch beim Imponieren, was für eine Kleidung du trägst, was für einen Bekanntheitsgrad du hast. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine voll platte Rüstung trägst mit großem Schwert, dann kannst du Leute sehr einfach bedrohen. Auf der anderen Seite, wenn du eine noble Kleidung trägst, wenn du also wie ein Adliger aussiehst, ist das Imponieren eine sehr gute Wahl, weil die Leute dann glauben, dass du wirklich von hoher Geburt bist und denen dann was weiß machen kannst quasi. Okay, und jetzt gehen wir mal ins Menü und ja, die Zuschauer sollen vorgewarnt sein, das ist nicht die actionreichste Folge unserer Kingdom Come Berichterstattung, aber ich finde es dennoch sehr spannend, denn es gibt ja trotzdem, dass hier schon eher nach dialoggetriebenes Quest-System ist, das sehr viel auf Informationen und Hinweise basiert, gibt es dennoch diese klassischen Skills, wie man sie aus Rollenspielen kennt. Du kannst ja mal das Menü öffnen und mir ein bisschen erklären, in welcher Art und Weise ich meinen Charakter entwickeln kann im Spiel. Okay, was ich jetzt zeige, ist unser Inventar. Das heißt, wir haben hier, wie wir links oben sehen, auf der Innereien ein Inventar. Wir haben den Player, das Pferd, das Questlog, die Mappe. Und die Karte. Entschuldigung. Ich sagte ja schon, ich lebe zu lange in Tschechien, ich vergesse die deutsche Sprache. Alles klar, dann zeig doch erstmal das Inventar. Ich denke mal, das ist ein netter Ansatzpunkt. Da gibt es klassisch Ausrüstung und Items. Richtig, wir haben ein 16-Slot-System, um verschiedene Rüstungstypen übereinander zu legen. Das ist deshalb interessant, weil verschiedene Rüstungstypen gut sind gegen verschiedene Waffenarten. Und rechts unten sehen wir, dass wir verschiedene Angriffe haben, also Stich, Hieb und stumpfe Waffen. Und ja, man muss clever seine Rüstung zusammenlegen, um da gut gewappnet zu sein im Kampf. Zum Beispiel, vollplatte Rüstung ist gut gegen Schwerter, weil das Schwert da eben nicht durchkommt. Was wir auch haben, ist eben das RPG-System, das Rollenspielsystem, das dir in verschiedenen Sachen hilft. Das heißt, du kannst leveln, selbstverständlich. Wir haben hier zum Beispiel die Strength, die Stärke, Agility, das sind beides Waffengattungen.
Skills, sagen wir mal. Das heißt, es gibt Waffen, die sind stärkebasierend und agilitätsbasierend. Das heißt, je öfter du das benutzt, desto besser wirst du in diesen verschiedenen Sachen. Speech haben wir schon gesehen. Dadurch, dass wir viel sprechen mit den Leuten, dass wir eben investigativ tätig sind, werden wir da besser. Ganz interessant ist, wir haben jetzt ja ein Level bekommen und sehen dieses kleine Plus. Und das öffnet uns dann sogenannte Perks. Das heißt, das sind permanente Hilfen, die uns dann im Spiel helfen. In dem Fall ist das hier, all diese Sachen sind für die Negotiation, also für das Handeln mit den Händlern. Wir wollen in dem Spiel dann ganz, ganz, ganz viele Perks haben, in allen verschiedenen Skills, die wir haben. Und interessant ist, dass du als Spieler, ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass wir dich nicht an die Hand nehmen wollen und aus dir einen Superhelden machen wollen, sondern du musst dich selbst hier durchfuchsen und musst eben auch deinen persönlichen Weg finden. Das heißt, wenn du eben diesen Speech beispielsweise nehmen möchtest und die Perks hier verwenden willst, dann ist das so, dass du in einem Spieldurchlauf es nicht schaffen wirst, alle Perks einzusammeln. Das heißt, du musst dich also schon für deinen Weg eben entscheiden und den richtigen auswählen. Was wir hier unten noch haben, sind Sachen, die nicht levelbar sind, sondern das hängt von deiner Rüstung ab. Wir haben also auch Werte, die abhängig von dem Loot, von dem Zeug ist, was du an dir trägst. Und wir haben hier Visibility zum Beispiel, das ist die Sichtbarkeit, also wie sichtbar bist du zum Beispiel. Das ist auch raschelnde oder rasselnde Vollkettenrüstung, wird sehr viel Lautstärke machen, das ist in dem Fall Visibility. Weil Schleichen ein Bestandteil des Spiels ist. Richtig, wer auch Stealth spielen möchte, kann das auch machen, Stealth Kills und so weiter und so fort. Conspicuousness ist eben die Auffälligkeit, wer also mitten auf dem Platz in einem Mantel am Stealthen ist, der wird sehr, sehr auffällig sein. Oder wenn du die Rüstung eines der Bösen trägst, in Anführungszeichen, bist du auch sehr, sehr auffällig und sehr visible, weil die Leute Angst vor dir haben werden. Ich habe den Eindruck, dadurch, dass ihr eben eher auf Realismus setzt und dadurch, dass man die Spielfigur generell nicht so extrem leveln kann, hat die Ausrüstung eine deutlich größere Rolle als bei anderen Spielen. Richtig, richtig. Du wirst, die Ausrüstung ist im Prinzip das, was dich am Leben hält, weil hier, dass deine Hitpoints, die werden nie gelevelt. Du hast alle NPCs auf der ganzen Welt, in unserer ganzen Welt, haben die gleichen Hitpoints. Und das, was dich im Prinzip am Leben hält, ist die Rüstung, die du trägst. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, wenn du dich gut vorbereitest auf den Kampf, wenn du die vollplatte Rüstung trägst, wenn du gegen Schwertkämpfer kämpfst, dann bist du gut geschützt und wirst da eben länger überleben. Andererseits, wenn die mit Knüppeln oder mit Hämmern auf dich losgehen, dann wirst du in deiner vollplatten Rüstung im Prinzip zu Tode geprügelt. Und das ist halt das, was ich meinte, dass du, was wir schon im Kampfvideo gesehen haben, dass man sich gut vorbereiten muss auf jeden Kampf und dass es eben nicht Button-Mashing, eben nicht in die Menge reinrennen ist und einfach nur Knöpfchen drücken und Tänzchen tanzen und dann alle niedermetzeln, sondern dass es eben sehr viel, dass wir sehr viel Wert auf Vorbereitung legen und eben, ja, die verschiedenen Werte. Und lustigerweise, wir haben hier unser Pferdemenü, auch dein Pferd hat RPG-Skills, das heißt, du kannst dort es auch leveln, verschiedene Pferdetypen und das wird selbstverständlich auch besser und macht auch Töne und ist auch und so weiter. Ja. Und apropos im Kampf kein Button-Mashing möglich, genauso wenig wird es möglich sein, im Dialog jetzt einfach mal alles durchzuprobieren. Auch da habt ihr ein System, das verhindert, dass man praktisch das Spielsystem ausnutzt. Sehr genau. Was wir jetzt in der Beta ist das noch nicht freigeschaltet, aber definitiv fürs fertige Spiel ist das so, dass wir nicht wollen, dass der Spieler eben einfach alle Dialogmöglichkeiten durchklickt und dann die richtige auswählt, sondern dass du eine Art, sagen wir, Versuchssystem hast. Das heißt, wenn du ein, zwei Versuche misslingen, dann wird dein Reputationssystem sinken, also diese Person wird dich weniger gern haben und wird sogar eventuell gar nicht mehr mit dir sprechen wollen. Das heißt, diese Quest oder dieser Anhaltspunkt der Quest ist für dich geschlossen und du musst einen anderen Weg finden oder ihn wieder glücklich machen irgendwie. Hier sehen wir rechts, also wir hatten Speech, haben wir ja schon gesprochen, hier können wir ihm auch drohen oder ihm Geld anbieten. Geld ist eine sichere Sache, heute wie im Mittelalter. Da mit ein bisschen Geld kommen wir immer weiter, aber ganz interessant ist hier dieses Drohsystem. Jetzt noch ist es nur Success oder Fail, also schaffen oder eben nicht schaffen. Im fertigen Spiel ist das so, dass wieder berechnet wird, ich hatte ja schon gesagt, dein Skill gegen den Skill des Gegners. Wenn du ein, in Anführungszeichen, Schwächling bist und einen Ritter oder einen Kämpfer eben ihm drohen möchtest und er offensichtlich stärker ist als du, dann wirst du
wenn du hier failst, wird er sofort den Kampf mit dir suchen und er wird dir versuchen, eine auf die Mütze zu geben, weil du ja ihm gedroht hast, selbstverständlich. Deswegen wollen wir eben, dass der Spieler sich ganz genau überlegt, welchen Weg er geht, was er machen möchte, hat das Zweck, hat das keinen Zweck und er will und er muss vor allem mit den Konsequenzen rechnen, bei jeder Entscheidung, die er im Spiel macht, bei jedem Menschen, den du tötest, bei jeder Antwort, die du gibst. Und ich habe den Eindruck, ihr macht es dem Spieler nicht allzu leicht, zumindest in der Beta wird viel von dem, was du mir hier erklärt hast, direkt aus dem Menü nicht klar. Ist das auch ein Konzept, das ihr bis ins fertige Spiel reintragen wollt, dass der Spieler sich sozusagen selbst damit beschäftigen muss, was funktioniert, was nicht, oder ist das etwas, was einfach nur der Beta geschuldet ist? Das ist jetzt in dem Fall nur der Beta geschuldet. Selbstverständlich wird es Tutorial-Level geben, selbstverständlich müssen wir ein bisschen was erklären. Es ist ja, wie ihr wahrscheinlich seht, sehr viele Systeme und Subsysteme und sehr, sehr viele interessante Sachen passieren hier, aber sie sind ein bisschen komplizierter. Deswegen wird es selbstverständlich zumindest am Anfang Hilfe geben, aber letzten Endes gilt trotzdem, was ich gesagt habe, wir wollen den Spieler nie an der Hand nehmen und nie durch das Spiel führen, sondern ihm die Möglichkeit geben, da wirklich hineinzutauchen, so wie der Kern eines Rollenspiels eben unseres Verständnisses nach eben funktionieren sollte. Und wir wollen euch die Möglichkeit geben, euren eigenen Weg zu finden und eben so zu spielen, wie ihr möchtet. Alles klar, haben wir auch gerade noch das Feilschen gesehen, ganz kurz als Minispiel. Und es gibt noch so viele andere Minispiele, die Alchemie, das Waffen reparieren und... Richtig. Wenn wir schon dabei sind, ganz, ganz schnell nur, wir können selbstverständlich kaufen in der Beta, das konnte man vorher schon in der Alpha auch. Aber was jetzt interessant ist, wir könnten jetzt uns unser Einkaufskörbchen angucken. Wir können sofort bezahlen. Oben sehen wir, dass hier 2,5 Groschen verlangt wird. Und wir können jetzt versuchen zu haggeln, also zu verhandeln. Das heißt, uns gefällt der Preis nicht und wir möchten jetzt mit diesem Shopkeeper verhandeln. Und das sehen wir hier links. Und zwar ist das eine... Der Preis ist 1,9 von der Dame offensichtlich, den sie mir anbietet. Das ist der niedrige Preis, weil wir verhandeln wollen. Und jetzt können wir versuchen, entgegenzutippen. Beispielsweise hier, wir geben mir nicht mehr als 1 Groschen. So, wir sehen ihre Antwort. Und sie kommt uns zwar entgegen, aber unten sehen wir, dass dieser Kreis sich füllt. Und dieser Kreis ist quasi die Ruhe oder sind die Geduld, die Nerven des Händlers. Und wenn wir die ausstrapazieren und wenn wir sie quasi böse machen, wird sie uns entweder wegschicken und kein Deal wird gelingen. Oder wir können uns versuchen, hier irgendwo in der Mitte zu treffen. Was wichtig ist, das ist, bei jedem Deal, den wir erfolgreich abschließen, wird unsere Reputation steigen. Das heißt, die Leute werden uns mehr mögen. Aber bei jedem Deal, der negativ ist, also der fällt, werden diese Leute uns nicht mehr mögen. Und das ist, einerseits die Person wird uns nicht mehr mögen, andererseits das schlägt sich dann auf das ganze Dorf aus. Das heißt, das ganze Dorf wird einen negativen Einfluss von uns haben, weil sich Gerüchte eben streuen. Aber je mehr Unfug wir treiben, desto weiter werden die Gerüchte streuen. Das heißt, nicht nur dieser Ort wird euch nicht mehr mögen, sondern auch die nächsten. Und es kann so schlimm sein, dass sie euch sofort attackieren, wenn ihr diesen Ort betretet. Beispielsweise, weil ihr ein bekannter Dieb seid oder ein bekannter Mörder oder ähnliches. Was wir jetzt noch, ich werde jetzt den Deal abschließen, ich werde das annehmen, was sie sagt, denn der Kreis unten ist schon ein Dreiviertel voll und ab Dreiviertel ist eben das Problem, dass sie randomly, also ganz zufällig uns sagen kann, verschwinde. Deswegen, ich möchte das jetzt nicht zu sehr strapazieren, ich möchte, dass die Äpfel und die Chicken Legs, die Hühnerbeinchen kaufen. Und damit ist der Deal abgeschlossen. Sie mag uns einen Ticken mehr. Wir haben was zu essen und alle sind glücklich. Hurra! Vielen lieben Dank für diesen Einblick in die vielfältigen Rollenspielsysteme und einen Einblick in die Tatsache, dass hier tatsächlich eher klassisches Rollenspiel betrieben wird. Also mit vielen Dialogen, mit vielen Gesprächen und wenig Superpowers und Magie. Es gibt überhaupt keine Magie im Spiel. Magie nicht, aber... Wie gesagt, wer kämpfen möchte, wer die Action sucht, selbstverständlich ist das Kampfsystem da. Aber du hast schon recht, wir wollen ein bisschen mehr dieses Rollenspielelement, sei Henry, lebe in Böhmen, spreche mit den Menschen und fühle Böhmen im Jahr 1403. Vielen lieben Dank.